Ja, hallo liebe Leute von meinem Kanal. Ja, heute war es soweit, heute durfte ich mal ein Bion X-System Heckmotor fahren. Und zwar ein LB Tracking Bike. Das hat 26er Reifen auf 2,2, glaube ich, Ballonreifen drauf und mit Pannenschutzeinlage und ja, Continental Cruise Kontaktreifen drauf. Dann zum Licht ist eine super Woofer drin. Und ja, das Display ist ein 3DS-Farbdisplay und hat drei unterschiedliche Anzeigemodus. Dann weiter, genau, und jetzt kommen wir zu dem Heckantrieb. Das ist ein Bion X D-Serie Heckmotor mit 250 Watt. Aber ursprünglich gehen die, glaube ich, bis 500 Watt. Die sind bloß ein bisschen gedrosselt durch das Display und noch ein paar andere Dinge. Ja, und zu dem Fahrrad selber, jetzt zeige ich euch mal hier das Video, das war jetzt mal nur. Ja, genau, und zur Zuladung. Das Fahrrad selber hat knapp 25 Kilogramm und 125 Gramm ist der Zuladung. Das heißt also bis 150 Kilogramm Gesamtgewicht, 150 Kilogramm, ja, zulässiges Gesamtgewicht ist dieses Fahrrad also zugelassen. Und die Reichweite soll bis circa 135 Kilometer sein. Ja, genau, und jetzt zeige ich euch das per Filmchen. Das waren jetzt hier mal ein paar Bilder. Und genau, jetzt kommt dann das schöne Bildchen. Nein, jetzt kommt das Video. Ja, hier habe ich es mal aufgenommen. Ja, schade, die Kamera wackelt ein bisschen. Ja, wie man sehen kann, hinten ist das Bionix Heckantriebssystem drin. Fällt natürlich auf, man sieht, dass es ein E-Bike ist oder ein Pedelec. So, hier mal kann man es wahrscheinlich ganz gut sehen. Auch die Continental-Reifen hat man, glaube ich, jetzt kurz gesehen. Ja, und das ist das Antriebssystem hinten, Heckmotor. Dann diese Supernova oder Supervova-Beleuchtung. Schaut auch klasse aus. Also hat gleich drei Leuchten in der Mitte und links und rechts nochmal ein LED-Licht. Dann kommen wir jetzt hier mal zu dem Rahmen. Das ist ein Aluminiumrahmen. Mit, weiß ich jetzt gar nicht, was das für Alu ist. Egal, Aluminiumrahmen. Ja, genau. Und zum Akku wollte ich kommen. Hier ist der Akku eingebaut. Wichtig, wie man sehen kann, ist da der Akku. Und finde ich klasse, weil der oben abgedeckt ist. Also man sieht den Akku nicht. Das heißt, man kann auch im Regen fahren. Und hier jetzt zum Display, Bionix Display ist eigentlich sehr bekannt. Und das sind hier die Scheibenbremsen, also ölhydraulische Scheibenbremsen. Das ist nämlich der Ölbehälter für die Scheibenbremsen. Genau, ein Spätzle zack, ist schon runter unten. Habe ich aber jetzt, glaube ich, nicht gefilmt, oder? Doch, die Scheibenbremsen filme ich, glaube ich, jetzt auch gleich. Ja, genau, ja, er hat das Ding aufgemacht, richtig. So ist es, wenn man das aufmacht. Und dann kann man den Akku hier reinstecken und wieder zumachen. Dann ist alles geschützt. Also kann man auch mal im Regen mit dem fahren, ohne dass man da irgendwelche Bedenken haben muss, dass da irgendwas mit der Elektronik passiert. Genau zur Schaltung ist eine Neuengangschaltung, ist hinten drauf. Und eine SRAM-Schaltung, genau. SRAM-Neuengangschaltung. Vorne, ja, genau, die Scheibenbremsen sieht man ganz gut. Sind so etwas klein, finde ich. Bei meinem Fischer EM1723 ist das ein bisschen größer. Aber die Wirkung tut's. Also die Bremsleistung ist sehr gut. Ich bin mit dem gefahren. Also muss man schon ziemlich aufpassen, dass man nicht zu stark reinbremst. Sonst macht man Salto nach vorne. Und nicht so angenehm. Ja, so sieht es von der Seite aus. Hat natürlich keine Federung. Das Display ist schön in der Nacht, also sieht man sehr klar, wenn man im Dunkeln fährt. Finde ich, haben sie auch klasse gemacht. Hat man alles auf einen Blick, Kilometer, wie schnell man ist, wie viel man noch Akku hat. Genau, Rekuperation hat dieses Fahrrad auch noch. Das heißt, wenn es hier bremst oder schneller fährt wie 25 mit eigener Kraft, dann ladet hier den Akku wieder auf. Bringt circa 10% mehr Leistung für die Kilometer. Genau, hier ist das Licht zum Ein- und Ausschalten und hier ist das Bedienteil gewesen. Da kann man das Display dann steuern. Ja, hier auf der linken Seite ist nicht so viel, da ist die Glocke, wie es sein soll. Licht ist an, also wird angezeigt. Ja, schönes Display auf alle Fälle. Ja, und weiter. Ja, genau, was war noch zu erwähnen bei diesem Bike? Ja, wie gesagt, was sollte zu schwer sein, bis 150 Kilogramm. Und ja, der, muss sagen, dieser Bionix-Heckmotor geht natürlich ganz gut ab, hat mir sehr gut gefallen. Gerade bei der Beschleunigung, also da merkt man, dass ziemlich viel Kraft dahinter ist. Und dazu kommt noch, genau, der Nachteil ist aber, den, wo ich nicht so gern mache an diesen ganzen Bionix-Systemen, man muss immer Kraft geben, dass überhaupt der Elektromotor anspringt. Bei meinem Fischer E-Bike ist es anders, da kann man Pseudo-Fahrrad fahren. Das heißt, du musst nur die Kurbel bewegen, aber keine Kraft dahinter sein und das Fahrrad gibt Motorgas, der Motor gibt dann Gas.
je nachdem, wie man es halt einstellt, Stufe 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem der Geschwindigkeit gibt, fährt man halt dann spazieren. Aber bei dem Bionic-System, also hier bei diesem Elbi-Trekking-Fahrrad, da muss man wirklich immer Kraft aufwenden, dass der Motor überhaupt schiebt. Das finde ich ist der einzige Nachteil, darum habe ich mir so ein Buffang-System gekauft. Ist halt Pseudo-Mofa-Fahren für ganz Faule, sag ich mal. Ist wirklich für sehr Faule, weil dann kann man echt Mofa fahren. Nur treten und das Ding schiebt von alleine und fährt auch von alleine. Bei denen hier muss man immer Kraft dazugeben mit den Beinen, sonst läuft da gar nichts. Okay, das war es eigentlich mit mir und ich hoffe, wir hören uns wieder auf meinem Kanal. Ich denke, die Tonqualität ist jetzt ein bisschen anders, weil ich hier im Schlafzimmer sitze und der Lüfter läuft und mit der Q2N Handy-Videorekorder-Kamera sitzt. Mitschneide. Okay, aber ich verstehen kann man mich, denke ich mal. Okay. Ich wünsche euch was, gell? Bleibt sauber, bleibt brav und wir hören uns wieder auf meinem Kanal. Servus und ciao, arrivederci und geil was. Schönes Wetter haben wir heute gehabt.